Herzlich willkommen zurück. Mal gucken, wo uns der Aloris rausgelassen hat. Und wo wir hin müssen. Den Pokédex haben wir. Haben wir das Ei? Ich glaube, das war bei Basis-Item. Ja, das Ei haben wir. Das heißt, wir müssen zum Anfang zurück. Und wir haben Torbetreter. Das freut mich. Endlich ein bisschen schneller unterwegs hier. So, kleine Trainer. So. Und ich glaube, wir treffen das erste Mal jetzt gleich unseren Rivalen. Es ist doch zu lange her, dass ich das gespielt habe, um das alles nochmal genau zu wissen. Aber doch. Du bist... du hast ein Pokémon aus dem Labor. Was für eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Was ich damit will, fragst du? Wie deutlich muss ich denn noch werden? Dann erkläre ich es dir eben genau. Mein Pokémon hier ist auch nicht übel. So, doch, stimmt das. Wenn es erstmal mit dir fertig ist, bleiben keine Fragen mehr offen. Oh, wie böse. Ich bekomme gerade Angst. Zeig her. Ein Feuerriegel, Level 5. Dürfte kein Problem sein, weil er ja noch keine Feuerattacken kann. Und von daher ist unser Levelvorteil natürlich eigentlich ziemlich klar. Gröre, für ein Schwächling hast du ganz schön was drauf. Ich hoffe, der stand da. Und irgendwie kriegt er nichts gebacken, außer die ganze Zeit Silberblick einzusetzen. Das heißt, ich habe den Kampf gleich gewonnen, ohne dass er mich einmal getroffen hat. Oh, er setzt die Tackle. Aber das nützt ihm auch nichts mehr. Oder? Nee, und die wirken deswegen nicht hinter. Und dreiviertel Level. Auch schön. Willst du wissen, wer ich bin? Ich werde es dir sagen. Ich bin derjenige, den die Leute schon bald den größten Pokémon-Trainer aller Zeiten nennen werden. Zeitig für ein Gerücht. Na, was guckt er so? Gib mir das. Das ist der Trainer, fast den ich verloren habe. Er gehört mir. Jetzt hast du meinen Namen gesehen, oder? Ja. Ich muss mir nur einfallen lassen, wie der, was ich darauf gelesen habe. So. Einmal kurz heilen und dann geht's weiter. Und dann geht's hoffentlich auch bald ans Gefange. Oh, und diese schöne Musik hat sich nicht geändert. So. Dann gehen wir mal wieder zum Professor zurück. Ich glaube, ich kürze mich nicht ab, wenn ich das kann. Ah, doch, sieht gut aus. Oben lang, unten lang, glaube, hoffe, unten. Ein Radplatz. Aua. Mit Level 4 kann das schon gut zu kippen. Ich bin definitiv eingerostet, was die Generation angeht. Obwohl ich das spezifisch Herzgold, glaube ich, komplett durchgespielt hatte. So, Taubsi. Taubsi kann... Stop Tackle.
Ja. Das weiß ich noch, dass sich das geändert hat. Das taucht sie nicht zu Beginn. Wenn Stoß hat, dann Attacke. So, Level 9. Sehr schön. Und wir lernen Giftpuder. So. Und da ist ein Polizist. Was willst du hier? Ich stecke gerade mitten in den Ermittlungen zu einem Pokémon-Diebstahl. Und die erste Regel, die es in einem solchen Fall zu beachten gilt, lautet: Der Täter kehrt immer am den Tatort zurück. Wer weiß, vielleicht bist du am Ende ja sogar der Täter. Ja, bestimmt. Lyra, einen Moment mal, dieser Junge ist unschuldig. Ich habe nämlich einen Jungen mit feuerroten Haaren dabei beobachtet, wie er hier herumgeschnüffelt hat. Und du sagst, du hast dir mit diesem Jungen einen Kampf geliefert? Das wird... Dann deutet alles darauf hin, dass er der wahre Täter ist. Und du kennst auch den Namen dieses Jungen? Oi, wie wollen wir den denn mal nennen? Feuerrote Haare. Wir nennen ihn einfach mal Rosti. Ohne Sinn und ohne Verstand. Ah, Rosti heißt er also. Habe ich dich richtig verstanden? Ja, hast du. Vielen Dank für deine Unterstützung. Dann lautet mein Auftrag von nun an, den Jungen mit den roten Haaren aufzuspüren. Auf geht's. Tschüssi. Lyra, puh, ein Glück, dass wir den Verdacht von dir abwenden konnten. Nicht wahr, Iris? In Ordnung, dann bis später mal. Das war ein kurzer Auftritt. Lind, Oraris, hier war ganz schön was los, sage ich dir. Aber warum erzählst du mir nicht, was es mit Mr. Pokémons großem Pfund auf sich hatte? Rares, ich übergib Professor Lind das Rätselei. Gut, dann wollen wir mal sehen. Das sieht mir ganz nach einem Ei aus. Wow. Er hat natürlich recht. Diese Art Ei sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Aber außer Mr. Pokémon gibt es heutzutage niemanden mehr, den ein neues Ei noch so aus den Socken haut. Es ist immer dieselbe Leier mit ihm. Aber jetzt, wo wir das Ei schon mal haben, wollen wir es doch auch mal sehen, welche Geheimnisse es trägt. Dann also mal los. Ich werde es eine Weile lang hier behalten und genau untersuchen. Was? Professor Eich hat dir einen Pokédex gegeben? Das ist echt Wahreres? Das ist ja unglaublich. Er besitzt das einzigartige Talent, das wahre Potenzial eines Trainers zu erkennen zu können. Mann, wer hätte das gedacht? Mir war zwar auch klar, dass du nicht einfach irgendein Trainer bist, aber das macht die Sache nochmal ein ganzes Stück interessanter. Das Pokémon, das ich dir gegeben habe, scheint dich auch schon richtig lieb gewonnen zu haben. In Ordnung, was hältst du davon, wenn du dich mal... an den verschiedenen Pokémon-Arenen dieser Region versuchst. Und dann, wenn du dir die Orden aller Arenen erkämpft hast, wartet die Pokémon-Liga und der Titel des Champs auf dich. Aber werde nicht übermütig. Es bis zum Champ zu bringen, ist alles andere als leicht. Fürs Erste solltest du dich nach der Arena von Viola City hier in der Nähe versuchen. Ups. Mit deinem Niveau solltest du dort bereits einiges erreichen können. In Ordnung, Garas. Wenn du es wirklich darauf anlegst, alle Arenen dieser Region zu besuchen, solltest du dich besser auf eine lange Reise gefasst machen. Bevor du ausbrichst, solltest du mit deiner Mutter sprechen. Tut mir leid für die ganzen Versprecher. Ach nee, ich muss ja glaube ich genau nebenan. So, dann gucken wir mal, was Modern sagt.
So, so. Du möchtest also auf ein Abenteuer gehen. In Ordnung. Du hast natürlich meine volle Unterstützung. Lass mich mal überlegen, was ich für dich tun kann. Ach ja, ich könnte jedes Mal, wenn du Geld verdienst, einen kleinen Teil davon an mich nehmen und für dich sparen. Du hast eine lange Reise vor dir. Da achtest du besser auf deine Finanzen. Na, was hältst du von meinem Sparplan? Bist du damit einverstanden? Ach, nee, brauchen wir nicht. Aber pass gut auf dich auf, ja? Du und deine Pokémon, ihr seid ein Team. Wenn ihr zusammenhaltet, könnt ihr Berge versetzen. Also dann, schöne Reise. Das war aber unnötig. So, dann machen wir uns auf den Weg. So. Was hat die jetzt zu sagen? Lyra, oh, da bist du ja. Rares. Mit Hilfe von Pokébällen kann man wilde Pokémon einfangen. Komm doch mal eben mit. Stimmt ja, ich glaube, wir kriegen jetzt gleich Pokébälle. So ungefähr funktioniert das. Wow, was eine Erklärung. Wie, du konntest nicht genau sehen, wie das funktioniert? In Ordnung, dann führe ich dich eben nochmal, führe ich sie noch einmal vor. Komm mal mit hier rüber. Dann zeig mal, wie das geht. Spannend. Und nichts geschafft. Nicht das, was ich gerne wollte. Langsam wird die Zeit echt eng. Ich würde ja gerne noch vorher ein Pokémon fangen. Wenn die sich verweilen, oder? Wow, jetzt hat sie einen Level 2 Radplatz und ein Mirapla Level 5. So ungefähr funktioniert das. Wenn du deinen Gegner schon vorher noch mehr schwächst oder ihn in Schlaf versetzt, wird es noch leichter, ihn zu fangen. Ansonsten experimentierst du am besten einfach selbst ein bisschen herum. Hier, das ist für dich. Viel Erfolg. Jo, ich hab Pokebälle. Man sieht sich. Ja, dann mach hin. Ich hab nur noch 2 Minuten. Ein Hut, bitte. Machen wir das, glaube ich, nur bei Nacht. Dann muss ich darauf verzichten. Dann kommt das später. So. Taubsi ist besiegt. Da wollen wir mal gucken. Vielleicht habe ich doch noch Glück mit irgendwas, was ich haben will. Visor wäre auch nicht schlecht. Das werde ich wohl auch fangen. Auf gut Glück. So, reicht das? Reicht das? Ach, ich versuche noch einen. In der Hoffnung, dass es nicht drauf geht. Ja, super. Heute Bälle, Pokéball, los. Wieso wurde gefangen? Sauber. Und ich nenne es jetzt Stumpfwaschbär. Wenn ich das noch schaffe. Ja, will ich. Ein Spitznamen. So, und damit beende ich den Part auch jetzt gleich. Und wünsche euch viel Spaß bei Alolusta im nächsten Part. Na, bis denn.